Ich frage mich, welches Auto wir uns als nächstes vornehmen wollen. Hinter einem bin ich schon seit Jahrzehnten her. Aber in ganz Großbritannien habe ich noch keinen guten entdeckt. Es geht um einen frühen Toyota Land Cruiser. Als Diesel heißt er BJ40. Ich dachte, wenn ich hier keinen finde, probiere ich es mal in Japan. Da fährt man ebenfalls Rechtslenker und geht pfleglich mit den Fahrzeugen um. Ich habe sogar einen Anbieter entdeckt, der den ganzen Service übernimmt. Also habe ich ein Angebot für diesen hoffentlich gut erhaltenen Wagen gemacht. Er ist ein BJ40 von 1979, ein Diesel. Vorn hat er eine Winde. Ein bisschen Arbeit muss man schon reinstecken. Ich habe jedenfalls 16.000 Pfund geboten. Und ich habe den Zuschlag erhalten. Für einen originalen BJ40 in dem Zustand ist das ein guter Preis. Damit haben wir einen kleinen Spielraum, um die nötigen Reparaturen durchzuführen. Hoffentlich kommt der heil bei uns an. Der Land Cruiser machte die Marke Toyota zu einem Begriff. Der Legende nach stießen im Zweiten Weltkrieg japanische Soldaten auf einen von den Amerikanern zurückgelassenen Jeep. Und der wurde dann zum Muster für den Land Cruiser. Nachdem das Geländefahrzeug bei der Armee gut angekommen war, wollte Toyota damit auch den zivilen Markt erobern. Man verpasste ihm einen Allradantrieb und bot ihn relativ günstig an. Das war ein kluger Schachzug. Denn in den Wüsten von Amerika und Australien wurde der Land Cruiser zu einem großen Erfolg. In Afrika diente er auch als Taxi. 1980 übertrafen die Verkaufszahlen die Millionenmarke. In Großbritannien ist der BJ40 eine Seltenheit. Deshalb spekuliere ich darauf, dass es sich rentiert, ihn aus Japan zu importieren. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist auf die Lieferung zu warten. Harry! Oh yes, nice one. All right, see you in a sec. Das war Harry, unser Fahrer. Und der hatte anscheinend gute Nachrichten. Ich habe doch in Japan einen Land Cruiser ersteigert. Vor 2 Monaten. Ja, ungefähr. Der ist angekommen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Umtauschen wäre also schwierig. Stimmt. Er bringt ihn gerade. Come on, Harry. That'll do ya. Wir laden ihn von hier aus. I'm very excited. You ready? Yeah, go for it. Here we go. Ta-da! Yay! Oh yes! Wusstest du, dass er gelb ist? It's mustard. That's pretty yellow. No, it was mustard. Da stand Senfgelb. Genial. Also runter damit. Right, you ready? Setz zurück. Bin gespannt, ob er anspringt. Oh yes! Mate, that is amazing. Yes. Brilliant. It is brilliant. Seriously, I'm. Ich bin total froh. Er ist noch original und das ist nicht selbstverständlich. Er kommt von der anderen Seite der Welt. Die Winde. Das ist noch gute alte Technik. Felgen und Trittbrett könnte man lackieren. Mir ist die Rinne da aufgefallen. Muss man machen, sonst gibt's Probleme. Geht in Ordnung. Was du noch nicht gesehen hast, der Innenraum. Das Wichtigste, ein Rechtslenker. Aber das sieht klasse aus. Alles noch von damals. Sogar die Plastikhülle hier. Niemals abnehmen. Ich verliebe mich immer mehr. Da unten müssen wir lackieren. Innen? Seitensitze. Der hat so viel Charakter. Warum drehen wir nicht eine Runde? Oh, yes. Oh, that's it. I feel like... Ich komme mir vor wie Carlos Sainz im Toyota Celica. Damals, du weißt. Jetzt kommt ein Skandinavien-Flick. Auch wenn es hier ganz schön hoppelt, fühlt man sich gut in dem Wagen. Es klappert ein bisschen und man wird geschüttelt, aber sein Charme macht das wieder wett. Einfach und effektiv. Das finde ich super. Absolutely love it.
Du fühlst dich in die Zeit zurückversetzt, aus der er stammt. Wir haben ihn für 15.000 Pfund gekauft. Und dann kommen noch Gebühren, Transport und die Zulassung dazu. Deshalb hat uns der Wagen über 20.000 Pfund gekostet. Aber du denkst, dass wir immer noch was verdienen können? Ja, weil man nämlich kaum irgendwo einen findet. Wenn du einen Klassiker suchst, mit dem du Abenteuer erleben und die Landschaft genießen willst, wenn du ihn nicht auf einem Parkplatz ausstellen möchtest, was willst du da sonst kaufen? Vor allem kaufst du was Originales direkt aus Japan. Der Wagen ist nicht um die Welt gereist und wurde hier und da modifiziert. Er wurde dort hergestellt und ist danach zu uns gekommen. Und seit er 1979 das Werk verlassen hat, wurde nichts dran gemacht. Er ist völlig original. Das ist ein Wagen, der einen Berg erklimmen kann. Wir stillen unseren Appetit gerade an langem Gras, aber stell dir mal vor, wozu der in der Lage ist, wenn man ihn richtig herausfordert. Sollte man ihm nicht richtig viel Natur gönnen? Das hat er verdient. Der wuchtige Land Cruiser hat der Allradwelt der letzten 70 Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Selbst als Prototyp hat er es auf den Fujiyama geschafft. Seitdem hat er alle Kontinente erobert und Verkaufszahlen von über 10 Millionen Stück erreicht. Aber was bedeutet es, heutzutage so ein Fossil zu fahren? Kann ein über 40 Jahre alter Offroader immer noch durch das Gelände pesen oder sollte er einfach eine schöne Sammlung bereichern? Should it just be kept as a collectible? Was allerdings klar ist, die weite Reise von Japan zu uns war nicht billig. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass alles perfekt funktioniert. Vielleicht kann ich auch ein paar Sachen verbessern. Meine erste Aufgabe betrifft eines seiner Hauptmerkmale. Was echt Besonderes ist diese werksmäßige Winde. Für ein Allradfahrzeug, das etwas auf sich hält, ist sie unverzichtbar. Deshalb muss sie auch funktionieren. Sie wird durch die Motorkraft angetrieben. Und die erhält sie über einen Nebenantrieb. Ich muss testen, ob der richtig läuft.